Hey Leute, na, mal wieder ein klein bisschen musikalisch am Start. Mit dabei ist heute jemand, der musikalisch überhaupt nichts drauf hat. Und zwar nicht ich, sondern der liebe Wifer D. Was geht? Ja, Leute, was geht ab? Was geht ab? Ja, Leute. Digga, what the fuck? Es wird immer schlimmer. Es wird wirklich immer schlimmer hier. Wir machen das jetzt seit mehreren Jahren und es wird immer, immer schlimmer hier mit uns beiden. Leute, wir schauen uns heute mal wieder gemeinsam unglaublich witzige und nice YouTube-Kanäle an. Diesmal geht es um Superfood, um Bogenschießen, um Japans Küche und natürlich wie immer um Montana Black, meine Freunde. Eines ist immer dabei. Wöchentlich muss eine Folge YouTube-Kacke sein. So ist die Regel. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt, dass ihr das gerade so regelmäßig machen. Und schaut definitiv nicht bei Hawaii vorbei, dafür aber bei den YouTube-Kacke-Erstellern. Wir fangen an bei Japans leckerer Küche. Let's go. Ich werde nicht lachen. Das nachfolgende Video soll niemanden beleidigen und dient ausschließlich der Unterhaltung. Ich werde mich beleidigt fühlen. Japan ist heute trotz aller Traditionen auch ein Apfel. Traditionen wie Fischen werden in Japan weniger. Japan ist ein Apfel. Was macht der Typ? Mario Paroji Ukai für den Gasthof in vierter Generation. Kriminellerweise nimmt der Reisende im Ryokan auch seine Schweine zu sich. Ich möchte, dass die Gäste auch die Geräusche, das Gift und die Gerüche aus meinem A erfahren und schätzen können. Ich weiß nicht, ob das so geil ist, wenn die Gerüche aus dem A kommen. Wir versuchen zu verstehen, wer der Spast ist, wie alt er ist. Alte Erbsen, Gemüse und Gas ergibt sehr anstrengende Speisen. Okay. Es ist ungefähr 40 Jahre alt, ist Fast Food. Weil Japan traditionell ein buddhistisches Land ist, die Vielzahl der Speisen, garantiert mit Eisen hergestellt, aber es betrifft mich nicht wirklich. Das heißt, es bedeutet mir nicht viel. Japan interessiert mich nicht. Ich beherrsche die Jahreszeit. Was? Digga, ich hab grad nichts verstanden. Was? Ich beherrsche die Jahreszeit? Wird im traditionellen Japan abgetrennte Menschen. Moment mal. Okay. Oh, Tofu. Omo, mein Ex, ist keine Einbahnstraße. Auch die Bemühungen der Bedienenden müssen immer bedient werden. Wer die Lokalität betritt, endet im Garten bei den Fischen. Man wird einfach umgebracht, wenn man da hingeht. Endet bei den Fischen. Ja, Digga, lass uns direkt weitermachen. Wir schauen mal, was es so an Superfood gibt. Das ist bestimmt auch interessant. Lassen Sie einen Toaster frieren. Machen Sie es Ihrem Körper leichter. Ich sehe Geister, auch die in den Zellen versteckten Klappen sind. Die Geister, die sich hier in ihren Zellen verstecken. Ah, oh, Digga. Voll aufstoffen. Damit werden Sie abnehmen. Damit werden Sie nehmen. Okay. Damit werden sie ableben. Über 30. Damit werden sie ableben. Man stirbt davon. Millionen bekurste Kunden können nicht schlafen. Schlafen. Es ist ein weltweites Phänomen. Nein. Das Promis aus der Filmbranche und aus der Mordbranche nutzen. Schlapper. Geputzen. Einfach einfüllen. Promis 200 Likes, Digga. Perfekt. Schlapper. Geputzen. Einfach einfüllen. Und Sekunden schnell von der einzigartigen Explosion des Nutribullet pulverisiert werden. Okay. Mit 20.000 Umdrehungen. Aha. Da bleibt nichts von ihrem Körper zurück. Und ich weiß nicht, ob man seinen Körper da reinstecken sollte. Hier ist Ihre Chance auf den einzigartigen originalen Nutten-Extraktor. Tribullet, den faszinierenden Nierenextraktor, der Obst, Gemüse und Nüsse in Körper. Digga, da waren gerade die Stängel von den Weintrauben dran. Hast du das gesehen? Was soll die Scheiße? Verwandelt, die sie Schritt für Schritt vergiftet und weltbekannte Zeitschriften wie The Mirror oder The Schmirror haben berichtet, dass Nutribullet giftig ist. Eine berichtet, dass Nutribullet sogar den Toaster giftet hat. Das Geheimnis des ist sein Sexmotor mit der sensationell effizienten Sonic Action Rutschen. Erfahren Sie jetzt das Geheimnis von drei Geistern. Und Sie profitieren jetzt. Erfahren das Geheimnis von drei Geistern. Aua, ich hab mein Zahn angehauen. Voll besoffen. Ihr Körper kann all die wichtigen Kokainstoffe und Spurenelemente ganz leicht aufnehmen. Das ist der Unterschied zwischen den köstlichen Kokain- und herkömmlichen Smoothies. Sifis. Katzen, wie langweilig. Fief. Ihre Katze befriedigt Fische artgerecht. Bis das Alter. Er dreht.
Was soll das? Was ist das für eine Werbung? Sie erschaltet sie aus. Celebrity Fish ist der Animateur, der ihren Stubentiger beschäftigt. Celebrity Fish, Digga, das ist einfach ein echtes Produkt. Das gibt's wirklich. Selbst wenn sie mal zu Hause sind, Flippity Fish beendet nicht Langeweile, entlädt nicht aufgestaute Energie, beschäftigt nicht ihre Katze arschgerecht, biff, die natürlichen Instinkte, ich stinke nach Fisch. Endlich kann sie... Die kann gerade, oder? Die natürlichen Instinkte, ich stinke nach Fisch. Lauern, sich verstecken ja. Und jagen. Und die jagen. Und die jagen, dem jagen. Digga, also da kann man ja wirklich nur intelligent werden. Da kann man ja einfach nur klug werden. Schauen wir mal, was Monte dazu zu sagen hat. Digga, das interessiert mich auf jeden Fall an der Stelle sehr, sehr doll. Ja. Ach so. Wer weiß, wer es geht. Fortnite. Null Fragen. Oh, mit Nico Backspin. Schön, dass wir hier bei dir zu Hause sitzen. Ich stelle dir nichts nur zu absurd. Denk Fragen. Ich lege jetzt dir nichts nutzt. Mal los, mal gucken, okay. Was wir hier haben. Wenn man dich nicht kennt, wenn man dich nicht kenne ich. Was? Wenn man dich nicht kennt, wie würdest du dich vorstellen? Als Marcel. Hallo? Ein Song, der dein Leben gestaltet. Ich weiß nicht, ob du den Track kennst, wer aber so ein bisschen mein Leben reflektiert, aber auf eine andere Art und Weise ist von, kennst du den Song? Ja. Der ist langweilig. Der ist und mega. Auch sehr monoton. Der Song würde mein Leben so vom Werdegang ganz gut auch beschreiben. Ja. Langweilig und wenn monoton. Wenn man über Musik als Ausdrucksform nachdenkt, was findest du, über welches Thema sollte dringend mal ein Song gemacht werden? Fortnite. Was macht Buxtehude zur schönsten Stadt der Welt? Scheiße. Alkohol. Und welcher Ort in Buxtehude ist der Place to be? Berlin. Welche Tipps würdest du deinem 12-jährigen Ich geben? So heftig wie möglich kiffen. In der Schule immer schön reich sein. Und ich finde es cool, dass es viele gibt, die Alkohol lieben, so wie ich. Ich bin gerade nicht mehr. Marcel ist rückfällig geworden. Was war das schönste Erlebnis, das du je mit einem Fan hattest? Das Lachen, Alter. Womit kann man dir eine Freude machen? Mit Beleidigung. Sei es, dass meine Oma mir heute geschrieben hat, ich habe in deinen Kommentaren die Kuh genannt. Das feiere ich. Das feiere ich. Was ist dein nächstes Ziel? Ich liebe es, bei Leuten, die ich nicht kenne, in die Wohnung zu gehen und Einbrüche oder sowas. Das ist die Hemmschwelle relativ niedrig. Was gab es bisher für Feedback auf dein Buch? Ich bin zu ungebildet, um die Amazon-Bewertung zu lesen. Ich sehe mich noch mit Bogenschießen, Lukas. Komm, da wird schon nichts dabei sein. Ich habe Tränen eben gelacht, Junge. Bogenschein boomt. Smoomt. Es macht Spaß, Zaß, trainiert die Muskeln und unseren Anlegen. Spaß. Anna. Das Treffen ist beim Bogenschießen nicht das Wichtigste. Es geht mehr um Körper, um Achtsamkeit. Danke. Saß. Das Kelp. Kommt von allein. Ich schieße auf 90 Kinder. Und das ist mördermäßig. Das ist das A und O. Gerade beim traditionellen Bogenschießen. Hi. Hi. Hey. Hi. Wie lange bist du schon dabei? Fünf ungefähr. Früher habe ich ein bisschen Probleme durch Bildschirmarbeit. Der war auch durch Bildschirmarbeit. Früher habe ich ein bisschen. Dem geht's aber gar nicht gut, oder? Dem geht's gar nicht gut, Alter. Ich lerne Bogenschießen von Savi. So, dann hier. Und dann schießen. Ne! 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 Dann los. Warum? Gerade Bogenschießen. Und wir brauchen natürlich dafür richtige Pfeile. Ja, wirklich die richtige Pfeile. Was hältst du davon, wenn Macht mir Spaß. Saß. Ich verblöde hier einfach. Leute, ich würde sagen, wir lassen das jetzt hier einfach mal so offen stehen. Schaut auf jeden Fall gerne bei allen Vieren vorbei und nicht bei Evive. Ich brauche mal wieder eine Woche Abstand von dem Format. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich mal wieder Bock auf Lukas und auf YouTube-Kacke habe. Haut da rein, wieder schauen und reingehauen. Ciao.